Ja, jetzt sind wir bei Fender. Hier ist der Frankie, den kennt ihr schon von den vorangegangenen Jahren. Fender ist eine Traditionsmarke, weiß jeder. Zeig mal dein Hemd. Da kann man schon neidisch werden, ja? Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man die eigentlich auch kaufen? Kann man kaufen, ja. Ja, gut, aber. Das ist nicht irgendwas speziell Besonderes. Kann man tatsächlich kaufen, ja. Okay, aber deswegen sind wir nicht hier, sondern wir wollen mal was über neue Instrumente von Fender hören. Ja, absolut, absolut. Okay, soll ich das mal in der Hand nehmen? Das ist vielleicht besser so. Wir fangen einfach mal im Bassbereich an, ist ja ein bisschen unüblicher. Wie man sicherlich weiß, Fender hat viele Ikonen quasi erfunden. Die Telecaster, die Stratocaster, der Precision Bass, der Jazz Bass. Und dieses Jahr wurde neu vorgestellt der Dimension Bass. Dimension Bass ist eigentlich eine komplett andere Korpusform, bisschen an Jazz Bass angelehnt. Der ein oder andere Bassist wird vielleicht auch direkt sehen, in welche Richtung das gehen mag. Also im Grunde genommen sind das Instrumente, die halt sehr, sehr flexibel sind, halt gerade auch so im Rock-Heavy-Bereich bestimmt super interessant. Es gibt drei verschiedene Ausrüstungen. Es fängt eigentlich an mit den ganz einfachen Instrumenten, die aus China kommen. Die haben wir hier unten zum Beispiel. Sind auch ganz einfach aufgebaut, passiv, mit einem Humbucker. Des Weiteren gibt es halt dasselbe Instrument als Vier- und Fünfseiter aus mexikanischer Produktion, dann schon aktiv mit einem Humbucker. Und top of the line sind dann halt die American Deluxe Dimension Bässe. Die gibt es dann in den verschiedensten Ausführungen als Vier-, Fünfseiter mit einem Humbucker oder mit zwei Humbuckern, alle natürlich aktiv. Und das ist halt ein ganz neues Konzept, was Fender fährt. Also es ist ein Instrument, was es vorher so von uns noch nicht gegeben hat, weil viele Sachen bauen ja auch oft auf die traditionellen Korpusformen und so weiter auf. Ja, die Stratocaster, eins eurer ganz legendären Modelle, kennt jeder, wird 60 Jahre alt. Ihr habt hier so eine kleine Präsentation aufgebaut, nennt sich Past, Present, Future. Warum geht es da im Detail? Also im Grunde genommen geht es darum, halt, wie verwandlungsfähig eigentlich die Stratocaster sein kann. Halt zum 60-jährigen Jubiläum können wir natürlich zeigen, dass dieses Instrument immer noch nicht veraltet ist und immer noch äußerst modern. Das fängt an von dem ursprünglichen Modell, geht weiter zu diesen heutigen Modellen, die halt kleinere Verbesserungen oder Veränderungen haben. Leichter bespielbare Hälse zum Beispiel, etwas flacheres Halsprofil etc. Und geht dann weiter, wenn wir hier mal rübergehen, Future, geht dann weiter halt mit recht innovativen Lösungen halt bei einer Strat. Das fängt zum einen an bei der HSS Plus Top, die hat, wenn ich das mal zeigen darf, ja. Die hat einen Mini-USB-Ausgang, kann man direkt ans iPhone, iPad, iPod und so weiter an den Mac, an den PC anschließen. Wird eine Software mitgeliefert halt, dass man halt zum Beispiel direkt aufnehmen kann. Oder die American Deluxe Strat Plus. Oft ist es so, die Instrumente haben eigentlich eine bestimmte Verschaltung immer hier, die ist halt fest, weil es halt gelötet ist logischerweise. Da sind dann wieder verschiedene Kondensatoren, die halt das Tonpoti beeinflussen, den Volumepoti beeinflussen. Und hier gibt es sogenannte Personality Cards, die man austauschen kann, um einfach andere Schaltungen herzustellen halt. Man hat zum Beispiel die traditionelle Schaltung oder dass die Pickups anders verschaltet sind etc. Es gibt drei verschiedene Karten halt und hat somit eigentlich, naja, quasi drei verschiedene Gitarren vom Prinzip her. Oder aber auch, gibt es halt vielleicht auch schon ein bisschen länger, aber insofern, was neu ist bei dieser Gitarre ist, die hat einen MIDI-Tonabnehmer von Fishman, der allerdings nicht kabelgebunden ist, sondern über einen Bluetooth-Stick. Und ich kann quasi über den Bluetooth-Stick direkt die Daten an den Computer weitergeben, MIDI-Daten, und könnte theoretisch, sagen wir mal, Klavier oder so mit der Gitarre spielen. Oder Streicher oder was auch immer. Ja, ist so eine Gitarre jetzt eigentlich dann noch analog oder ist das schon, das muss doch dann schon digital sein, da muss doch dann im Grunde schon ein Wandler in der Gitarre sein oder ähnliches. Ja, bei der MIDI-Gitarre, klar. Die kann man ganz normal spielen, wie eine normale E-Gitarre halt. Aber es ist natürlich auch, der Bereich ist natürlich komplett digital. Ja, das ist richtig. Das ist halt ein Hybrid, kann man so sagen.
Und das soll eigentlich zeigen, welche Verwandlungsmöglichkeit halt die Stadt in den letzten 60 Jahren halt erfahren hat und immer noch erfährt halt auf die nächsten 60 Jahre.